Ja, schönen guten Abend. Immer noch hier aus dem Biercafé West. Es ist immer noch Sommer. Der Junit ist immer noch da. Ich hab noch immer noch dasselbe T-Shirt an. Und er hat noch immer dasselbe Cappy an. L.A. Okay, also fürs nächste Mal üben wir wieder halt. Das ist der Achim und der ist auch da. Und, ja, ich bin der Junit. Ja, er ist der Junit, ich bin der Achim. Achim. Also, das üben wir noch. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Also, ich hab Hopf nochmals aufgegeben bei Junit. Aber wenn wir schon beim Thema sind, genau, hier frisch im Kraftbiergarten, haben wir drei Biere mitgebracht. 1, 2, 3. Und wir haben uns eine Reihenfolge ausgedacht, wie wir es ja immer machen. Wir fangen halt hell an und beenden es dunkel und schwer vielleicht. Schauen wir mal. Und als erstes haben wir die Clucking Hen. Das ist ein Lagerbier. Und von der Henne hatten wir schon ein paar Biere hier bei dir. Das ist eine neue Version. Das habe ich gemerkt. Was ist daran so neu? Also was ist das für ein Bier? Du hast es ja schließlich hier im Programm, oder? Ja. Also, die Christiana, die hat sich jetzt was Neues ausgedacht, ein Lager, was auch ideal ist bei dem Wetter. So ein bisschen Linien, so ein bisschen aromatisch. Also ich würde sagen, ganz vorsichtig, ohne... Also es ist eigentlich sehr samt. Also Frauen lieben das. Also du sagst, es ist ein Frauenbier. Das traue ich mich jetzt nicht zu bestätigen, aber so denke ich, ja. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also ich meine halt, Frauen haben halt gerade auch bei Bier oft einen sehr eigenen Geschmack. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir sind ja jetzt hier auch nicht sexistisch. Nein, deshalb hatte ich Angst. Komm. Ja, aber man kann ja mal einfach sagen halt, ja gut, das ist dann schon sexistisch. Gut und gut, dass ich das nicht gesagt habe. Ja. Ich habe es nicht bestätigt, er hat mich gezwungen. Naja. Egal, wir trinken was. Der Junit halt, der ist auch verheiratet, der hat die Frauen auch die Hosen an. Das Beste ist ja, sie ist ja meine Chefin. Ja. Ich so. Habe mir das anders gehofft. Ich sage ja immer, keine Frauen, keine Probleme. So, diesmal habe ich glaube ich zu viel Schaum bei dir gemacht, aber... Aber das ist das perfekte Bier. Wie du das immer machst. Jo, also die glucksende Henne. Das ist ein Lagerbier. Trüb. Trüb und sehr goldig. Sehr goldig. Schöner Schaum. Also ist jetzt nichts, was Besonderes, was man erkennen kann. Mhm. Ist eigentlich, sieht schön aus. Aber. Und riecht ein bisschen. Ich finde. Ist vielleicht ein komisch zu sagen, ich finde, es riecht ein bisschen wie ein Export. Weil ich heute schon mal einen Export hatte, finde ich, das riecht ähnlich. Ein Export? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also, ist mir ein bisschen zu sauer. Sauer? Ist mir ein bisschen zu sauer. Also für einen Export fehlt mir die Süße. Es ist schon in die Richtung Export, aber... Also, wenn du jetzt sauer sagst, dann denke ich halt, du redest mir das ein. Das ist halt immer so. Da sagt einer was, dann denkst du, ja, könnte riechen. Riecht nach toter Ratte. Weißt du was? Ja, könnte riechen. Ja, ich würde es mal probieren. Tote Ratte? Ich war mal beim Weintasting und ich habe ja im Prinzip keine gute Nase. Und dann saßen kann wir da. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Dann saßen wir da und alle riechen da und ja, und ganz leicht im hinteren Drittel, da ist halt so ein bisschen halt, was weiß ich, was die da gerochen haben. Dann habe ich dann Nase reingestellt, ja. Bisschen tote Ratte, oder? Die waren auch relativ humorlos. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Und pass auf, wird noch besser. Das war mein erstes Weintasting. True Story. Und letztes? Nein, nee, das war nicht das letzte. Aber ich wusste halt auch gar nicht, was Sache ist. Also wie gesagt, ich konnte nicht riechen, aber ich wusste ja auch nicht, dass du nur... Die schütten dir so ein Glas ein und dann trinkt ja jeder nur so ein Stückchen und der Rest wird weggeschüttet. Und ich habe mir die Gläser weggepfiffen. Und beim vierten Glas hat meine Freundin damals gesagt, Achim, siehst ja die anderen, die trinken das nicht alle. Ich so, ja, aber wieso? Wo steckt denn der Sinn? Einen guten Wein wegkippen. Außerdem mit der muffigen Ratte, der schmeckt da auch nicht. Also da war schon Stimmung in der Bude. Also aber da, zumindest gut, dass ihr Bier trinkt. Zumindest in den Laden habe ich kein Weintasting mehr gemacht. Ah, so kommen auch die Geschichten hier raus. Boah, das ist. Ich schmecke da schon Linie. Ich finde das lecker. Ich finde das auch lecker. Linie.
Du schmeckst Lilie raus? Ja. Das sagst du doch, weil du das gehört hast, weil was draufsteht. Nein. Es schmeckt schon. Fruchtig, leicht, aber eher so blumig. Gut, also die Blume schmecke ich jetzt nicht raus, aber schmeckt sehr leicht. Fruchtig würde ich auch unterschreiben. Ich finde, es schmeckt frischer und fruchtiger, als es riecht. Aber Bombenbier für den Sommer. Also hier, 375. Ich bestätige. 375. 375 auf Antippt. Das dürfte ich auch noch nicht gehabt haben, oder? Das ist ja auch neu. No. Die Christiane war jetzt, bin da gespannt. Die war ja jetzt einen Monat in Japan. Mhm. Ob sie jetzt ein neues Bier rausbringen wird dadurch. Ob sie neue Ideen bekommen hat. Lass mal checken. Ja, ist ja im Regelfall. Kriegst du ja gerade, wenn er reist, halt oft neue Ideen halt auch. Ja. Wenn er halt auch, sag ich mal, kreativ, also ich meine, Bier brauen, neue Biere entdecken, ist ja was Kreatives und sich Inspiration holen. So, hat noch keiner meiner Freunde getrunken und die Community hat es mit 3-4-2 bewertet. Wie ich finde, eindeutig zu schlecht. Gut, die Linien stehen hier auch drin. Aber hier, das ist ein schöner Spruch unten. Also es ist ja Werbespruch von denen selber. Leicht locker Lager. Leicht locker Lager. Leicht locker Lager. Ich meine, selten wurde ein Bier so gut beschrieben, wie ich finde. Also auf jeden Fall von mir solide 375. Das also, trinke ich auch gerne jederzeit wieder hier. Aber die hat Karamellmalze hier drin. Eigentlich finde ich Karamellmalze etwas dunkler, aber... Kann ich mal fotografieren? Ja. Für ein Check-in. Danke dir. Oh. Generell, die Flaschen sind natürlich auch top, ne? Also mit den Hühnerhänden da drauf. Auch echt schönes Design. Gefällt mir halt auch gut. So. 375, Flasche im Biercafé West. Gecheckt. Mhm. So, also lecker. Ich glaube, auch weil ich ja weiß, was noch an Bieren kommt, zumindest das letzte, würde ich jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich mein Favorit ist. Obwohl, fair enough. In der Mitte weiß ich gar nicht, was mir da bevorsteht. Weißt du es? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich verkaufe das, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es vergessen. So, deshalb habe ich das auch. Während wir die Henne noch austrinken, können wir schon mal drüber reden. Das mittlere Bier ist ja von der Munich Brew Mafia. Da ist ja auch diverse Biere im Angebot. Ja. Und da sind ein paar Biere echt mega. Also das Gelbe, das Zitrus. Citro. Bombenbier. Also super Besuch. Ich meine München, ne? Was willst du mehr sagen? Stadt mit Herz, bester Fußballverein Deutschlands. Besser geht nicht. Die sind aber unter Aching, die sind eher links, 1860 Fans. Deshalb hole ich die Biere auch. Deswegen haben sie auch einen schwarz-gelben Deckel, ne? Genau. Weißt du eigentlich, dass du in einer unserer ersten Folgen, haben wir auch schon mal über Fußball geredet, und da haben wir, glaube ich, schon festgestellt, dass du jetzt auch nicht so die Granate bist im Fußballwissen. Da hast du ja behauptet hier, ja, wir hätten den Hummels geholt, und da habe ich dir noch gesagt, dass Opa Watzke ja alles zurückholt, muss ja nur anrufen, sagst du, hier, der Hummels nimmt er wieder zurück. Da hast du gesagt, nee, das wird nie passieren. Und ich habe dir gesagt, hundertprozentig. Und was ist passiert? Wir schwächen. Also, das ist normal. Also. Also, fehlen jetzt ein bisschen schon die Worte. Nein, no comments. Also, du kannst auch sagen, Achim, fußballerisch hast du schon die Weitsicht. Nein, das kann ich nicht sagen. Also, wir haben echte Liebe. Wir lieben uns übrigens. Und das zeigt eindeutig, dass die echte Liebe nur in Dortmund ist und nicht in Bayern. Und wenn das so wäre, wäre Hummels auf jeden Fall da geblieben. Das ist das zweite Mal, dass ihr Hummels wieder abgeben müsst. In der Jugend habt ihr es abgegeben und dann jetzt wieder. Ihr habt keine richtige Abgabe. Müssen ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ach. Ich verstehe nicht. So, das war, sind wir schon mal gut in Stimmung. So, auf jeden Fall Bombenbier. Ich gebe dir mal wieder ein frisches Glas.
Haben wir eine Note gegeben? 3,75? Ich habe 3,75 und hast du gesagt, machst du auch. Bestätigt, genau. Danke. Genau. Und frische Gläser, Profis, immer frisches Glas am Start. Jetzt nehmen wir die 1860er. Mit dem schwarz-gelben Deckel. Genau. Zeig mal den Deckel. Er hat es wirklich auch tätowieren lassen, diesen Logo. Ja. Also der Braumeister hat es tätowieren lassen. Es ist eigentlich auch ein Reisewert mal. Wir wollten eh nach Franken und nach München. Können wir auch, ja, ist ja nicht weit weg. Du, Jonathan, wir reden immer viel, was wir wollen, aber wir müssen es mal machen. Wir müssen es mal machen. Hashtag machen. Machen. Hashtag machen. Achim. So. Hier haben wir das Harakiri. Achim, wo kannst du so gut Bier dafür füllen? Du, jahrelange Übung. So. Übrigens, wie ich finde, auch generell auch sehr schöne Flaschen. Sehr schönes Design. Und das Harakiri ist ein Sorachi Ace Season. Ich glaube, das ist ein Export. Also jetzt kommt man erstmal mein Halbwissen. Sorachi ist eine Hopfenart. Ich würde sagen Export. Es riecht sehr süffig. Weil ich war mal in New York in der Brooklyn Brewery und da haben die ein Sorachi Bier auch gehabt. So, während ich noch staune, weil ich hier jetzt gar keine Ahnung habe, was ich hier habe, es ist ein obergäriges Vollbier, laut Etikett. Okay, dann Export kann das ja dann nicht sein. Ist ja nicht, Export ist ja auch nicht obergierig, oder? Genau, hier Hopfen, Sorachi. Super Halbwissen. Sorachi gab es bei Brooklyn Brewery. Da ist der Braumeister nämlich immer, der ist auf ein Fass gestiegen und hat immer was von Sorachi erzählt. Und ich und ein Freund von mir, wir waren hackenstramm, weil wir Freibier hatten, also wir konnten die Bar durchtrinken. Und wir haben immer Versace verstanden. Versace. Und wir, was Versace-Bier? Und dann sind wir echt zur Theke und haben gesagt, we take the Versace-Bier. Ja, auch gedacht halt, Jungs, hier habt ihr irgendwas. Die sind eh nicht die Menschen. Und dann habe ich am nächsten Tag, als ich dann nüchtern war, also das war ein schöner Abend, also wie gesagt, die haben uns halt, das ist eine kleine Anekdote, die hatten halt eben diese mit dem Braumeister die Biervorstellung. Okay. Und wir wollten da rein, wir haben das durch Zufall gesehen, wir waren an der Brewery. Und die haben gesagt, seid ihr auf der Liste? Und wir natürlich, ehrlich wie wir sind, nee, sind wir nicht. Dann kommt da nie rein. Dann standen wir an der Seite, der Kollege hat noch eine geraucht. Dann geht neben uns so eine Notausgangstür auf und einer kommt rauf zum Rauchen. Und wir haben uns unterhalten und irgendwann sagt er zu uns, seid ihr Deutsche? Weil wir uns ja Deutsch unterhalten haben. Und wir so, ja, klar. Ja, super, schön hier. Er ist der Marketing-Typ von der Brooklyn Brewery. Und ja, hat erzählt und irgendwie auch deutsche Wurzeln oder irgendwas. Wollt ihr nicht mit rein? Seid ihr hier auch? Und wir so, nee, wir sind hier auf der Liste. Ach, ihr kommt mit rein. Und dann dachte ich, es passiert öfters mal so, der hat sich einfach gefreut, weil wir Deutsche sind, wir gehen mit rein und dann labert der uns den ganzen Abend zu. Wo ich sage, ist ein Deal, wir kriegen Bier, er labert, hat Freude, Spaß, wir haben Spaß. Kaum sind wir drin, dreht er sich um, sagt zu uns, so Jungs, da ist das Buffet, alles frei, da ist die Bar, alles frei, habt Spaß und ist weggegangen. Und ich meine, wir haben halt Spaß gehabt, Freibier, Abend, wir waren gut drauf, haben echt Gas gegeben. Und wie gesagt, dann kam der Braumeister und hatte mal so Raji. Ich weiß es noch wie gestern halt, wir haben uns beömmelt immer Versace. Und wie gesagt, am nächsten Tag halt schlau gegoogelt, ja, so Raji. Deswegen kannte ich den Hopfen. Okay. Nur aus der Geschichte, sonst hätte ich ihn auch nicht gekannt. Ich meine, dafür also haben wir auch schöne Geschichten erlebt, muss man sagen. Und cool. Ja. Also mit Achim erlebt man wirklich schöne Geschichten. Du, wir haben ja auch schon das eine oder andere gelebt, was nicht gelebt, erlebt, was jetzt auch nicht fürs Video ist, aber wir haben bestimmt auch ein paar gute Geschichten auch auf einer Bierreise erleben, die wir auch nochmal hier zum Besten geben können. So, aber nichtsdestotrotz, obergieriges Vollbier. Der Schaum ist ja mittlerweile schon, nachdem ich hier gelabert habe, ein bisschen weggegangen. Aber ansonsten trüb. Goldig trüb. Leicht fruchtig. Aber es riecht typisch obergierig. Ich hätte Export gesagt. Ich hätte aber gesagt, es riecht bananig. Ich hätte jetzt schon Schiss, dass es in Richtung Weizen geht. Das ist Spaß, ne? Oh. Ich probiere es und dann bestätige ich Ihnen das. Achim liebt Weizenbiere. Und er ist München-Fan.
Ja, so. Also im Endeffekt, ich mag keine Weizenbiere, Weißbiere, das ist ja hier dann hoffentlich im Kanal auch bekannt. Aber ist doch Widerspruch. Ja, und Junette erzählt den Mist halt auch mal beim Biertasting und die Hälfte der Leute raffen nicht, dass es ein Gag ist. Und da hat er Spaß. Ich meine, du bist auch einfach zu erheitern, ne? Boah, das schmeckt ja wie ein Weißbier, finde ich. Runter. Also hättest du mir einfach hingestellt, das ist ein Weißbier. Ja, so semi. Warum stellst du mir sowas hin? Eigentlich habe ich es vermieden, dass du es bekommst. Ich wollte mir mal gucken, aber das war jetzt nicht absichtlich. Aber ich finde es witzig. Nein, das glaube ich dir schon halt. Aber findest du nicht auch, dass es wie ein Weißbier schmeckt? In der Richtung? Ich finde es gut. Ja, weil du es auch magst, Weißbier. Aber findest du, denn das schmeckt so? Ja, also, ja, doch. Weißbier, also in Richtung belgisches Bier. Die sind ja sehr hefelastig. Nee, das Interessante ist ja, ein belgisches Witbier mag ich. Was ja halt übersetzt für viele halt Weißbier heißt, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt. Aber wie kann das denn sein? Du magst Produkte nicht aus Bayern, aber bist Bayern-Fan. Und dann magst du belgisches Witbier. Widerspruch. Das sind keine Widersprüche. Du kannst doch nicht einfach nur irgendwas mögen wegen irgendwas. Das ist doch absurd. Man muss doch was mögen, weil man es mag, weil man eine Leidenschaft dafür hat, eine Liebe. Welche Liebe? Du bist in Dortmund. Ich würde es verstehen, wenn du in Bayern irgendwie mal jeden Tag nach Bayern fahren würdest, aber ich verstehe das. Wenn du in Bayern jeden Tag mal nach Bayern fahren würdest. Das sind Sätze auch, die man auch erst nach ein paar Bieren sagt. Genau, das stimmt. So, also im Endeffekt, sagen wir mal fair, ich gebe dem eine 2,5. Also ich würde es jetzt nicht wegkippen, also dafür kann man es echt noch trinken, aber ich würde sagen, komm, jetzt bring mir danach nochmal was anderes. Boah, 2,5 ist schon sehr mau. Also ich mag Weizenbiere. Und ich mag die Brauerei wohl. Aber der Punkt ist, nur weil ich die Brauerei mag, kann ich ja einem Bier, was mir nicht gefällt, jetzt nicht eine Top-Bewertung geben. Also ich habe vermieden, dass das halt... Okay, muss ich auch suchen. Ich habe es wirklich vermieden, dass das halt Achim nicht gefällt, aber irgendwie der Zufall trifft. Ich habe es auch schon mal getrunken. Ja? Haben wir es zusammen getrunken? Oder hier? Werde ich ja gleich sehen. Aber ich würde jetzt 2,5 geben. Ich habe dem eine 3 letztes Mal gegeben. Und ich habe es hier getrunken, auch aus der Flasche. Du, ich habe es hier getrunken, ich habe es mitgenommen. Weil ich habe es eingesteckt an der Möllerbrücke. Das ist halt hier vom Biercafé aus ein Stück hoch. Was weiß ich, wie sind das? 200 Meter? Ja. Ja, 200, 300 Meter. Da, wo die ganzen Jugendlichen stehen und so. Genau, wo gemöllert wird halt. Und dann war ich wahrscheinlich abends hier und habe gesagt, komm, ich nehme noch eins mit auf die Hand. Habe dann auch eine Runde gemöllert und habe es da getrunken. Und habe eine 3 gegeben. Also jetzt stufe ich es runter. Also, am 30. Juli übrigens. Also gar nicht so lange, ja. Was würdest du denn geben? Also es ist jetzt nicht ein Bier, wo ich sage, wow, ich muss auch noch ein zweites Bier davon trinken, aber dann findest du aber schon gut. Also würde ich sagen, ich meine, hat er ja seine eigene Skala. Ja, also 2,5 kann ich mir nicht vorstellen. Also es schmeckt mir halt nicht. Ich finde es nicht grottig, also nicht zum Wegkippen, aber es schmeckt mir nicht. So, also ich habe es jetzt auf 2,5 runtergestuft. Ist echt nicht meins. So, oh, ne, Vieh war außen dran. Wie? Schieb die mal aus. Das ist ein Vieh? Boah. Also ich würde das wegkippen, ne? Aber ich habe ja gerade gesagt, ich kipp's nicht. Wir haben es nur einmal weggekippt. Und was war das für ein Bier? Das war ein Kirschbier. Ja, ich dachte, der Erdbeer war Kirsch. Ein Kirschbier, aber egal. Und ich meine, da gibt es auch leckere, ne? Ja, aber genau. Das war, ich meine, das hat ja wie Kirschsaft geschmeckt. Also Achim und ich kippen keine Biere weg. Das ist das erste Mal, wo wir beide gesagt haben, wir kippen das Bier weg. Nein, Achim, wir trinken das nicht. Fair enough, wir haben ja Tricks, ne? Also manchmal kippt ja auch der eine dem anderen das Bier in sein Glas. Ja. Was ja indirekt halt für sich selber wegkippen ist, aber es wird halt weiter verwertet. Ja. Aber das Bier haben wir wirklich weggeschüttet. So, die Munich Brew Mafia, also... Was hast du, die Henne hast du auch 3,5 gegeben, also ist die Henne eigentlich immer noch der Spitzenreiter zurzeit. Ja. So, neues Glas. Neues Glas, neues Glück. Neues Glas, neues Glück. Also, möchtest du mal offen? Ich mal auf. Wir haben hier aus Franken. Die Brauerei hatten wir schon mal bei uns. Wir hatten damals das Hochzeitsbier von denen. Genau. Aus Miltenberg. Die Faustbrauerei. Die Faustbrauerei. Ist auch familiengeführt.
und nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und deine Frau kommt ja aus Franken? Auf jeden Fall. Da sind ja auch die Beziehungen. Genau, und deswegen hast du ja auch viele fränkische Biere. Viele fränkische Biere und keine Münchner Biere, also ein. Jetzt mach doch mal auf. Ja, Vintage Strong Beer. So, du machst auf, ich fülle ein. Bockbiere sind also ganz besondere Biere. Das sind halt Jahrgangsbock. Ich finde, umso älter die werden, umso besser werden die. So wie Achim. Umso älter er wird, umso besser wird er. Das stimmt leider. Er hat schon einen Bart. Das ist bei dir aber ähnlich. Auch wenn du keinen Bart hast. Ja. So, das ist der Jahrgangsbock von Faust. Ich finde übrigens generell auch sehr schönes Design mit dem Logo. Auch damals beim Hochzeitsbier hat mir gut gefallen. Ja. Ist so ein bisschen so gefühlt ein Tick Heavy Metal. Heavy Metal Oldschool Logo. Fände ich aber eigentlich ganz schön. Ist auf jeden Fall nicht so der Standard. Standard. Bier-Logo-Zeugs. Ist auch nicht typisch für Franken eigentlich. Die sind ja eigentlich eher so konservativ. Ja, die sind wirklich ganz anders. Und auch, man merkt das ja, eine lange Haltbarkeit bis 2024. Das liegt ja an den Alkoholgehalt, 7,5. Achim, müssen wir laufen? Oder lassen wir uns abholen? Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall sehr rot. Rot-trüb. Rot-trüb. Heller als... Richtig geschäumt hat es auch nicht. Also selbst wo es jetzt im Moment stand halt. Boah, ich meine, das schon von hier aus. So viel das Schaum hatten wir da nicht. Bockbier. Riecht komisch, finde ich. Boah, ich bin verrückt nach Bockbier. Ja, aber das riecht komisch, oder? Nein, es riecht nicht komisch. Es riecht schon so sehr, sehr, sehr typisch nach Bock. Ich weiß, also ich hätte gesagt, es riecht nach irgendeiner Frucht sogar. Schokoladig. Nein. Doch. Boah, ich rieche richtige Schokolade. Ich null. Bist du erkältet? Nee. Ich kann es halt nicht einordnen. Ich finde es riecht komisch, riecht fruchtig, riecht ein bisschen wie Medizin. Ja, Bockbier ist, es liegt ja vielleicht an dem Alkoholgehalt, dass es ein bisschen wie Medizin riecht. Okay, ich würde sagen, wir probieren. Viel mehr drüber reden kann ich jetzt auch nicht. Jo. Prost. Typisch Bockbier. Das ist nicht meins. Sehr malzig. Ich finde es halt sehr, also malzig ja, aber so wässrig malzig, würde ich sagen. Nein. Ich bin da jetzt schon, glaube ich, sehr kritisch bei. Also. Oh, das ist auch nicht meins. Trinkst du sonst kein Bockbier eigentlich? Nee, eigentlich auch nicht. Aber das ist typisch. So fränkische Biere, Bockbier. Der riecht aber typisch schokoladig. Ich rieche da auch keine Schokolade raus. Ich finde, das schmeckt auch echt also, wie malzig. Wie als ob du ein sehr malziges Bier hast und Wasser reingekippt hast. Also ich finde es sehr wässrig. Vom Geschmack her. Also, ich meine es halt echt nicht böse. Also, ich finde echt, es schmeckt wässrig. Ich meine, vielleicht ist das bei Bockbieren auch so, weil es halt auch nicht mein Bierstil ist. Also, ich bin verrückt nach Bockbiere. Bockbier ist einfach... Also mir macht das keinen Bock. Ich meine, das lag jetzt auf der Hand. Also umso stärker der Bock ist, umso interessanter finde ich es. Und ich würde sagen, das ist einer der Bockbiere, die ich gut finde. Man merkt auch hier, dass da eine lange Tradition drin ist. Und Erfahrung. Hätte ich davon jetzt mehrere gekauft und dann jedes Jahr zur selben Zeit ein Bockbier. Ich meine, das finde ich vom Gedanken total schön. Also im Endeffekt einfach mehrere kaufen, die zurücklegen, weil sie halt besser werden. Ist halt nicht mein Bier. Also wie gesagt, bin ich raus. Was gibst du? Also ich muss jetzt unter 2,5 geben, wenn ich dem 1,25 gegeben habe. Also, das kannst du, das, ich meine, da kannst du von mir weiter trinken. 4,25. Ja, habe ich mir jetzt schon bei gedacht, dann kannst du aber echt weiter trinken. Das ist. Es ist halt einfach nicht meins. Achim trinkt nicht nur Weizen nicht gerne, sondern auch Bock. Wenn er keinen Bock hat, habe ich Bock. So. Also, ich gebe eine 2. Eine 2 ist eigentlich schon okay halt für mich. Jetzt kannst du wieder darüber diskutieren, dass man es nicht bewerten sollte, aber hey, das ist meine Bewertungsskala.
Und ich möchte meine Liste haben. 4,2 bei mir. Das ist ein sehr guter Bock. Das ist ein Jahrgang 2017, Faust. Ich war jetzt schon so durcheinander, jetzt wollte ich 4,2 geben. was schon mal gar nicht geht. So, jetzt komm, gebe ich eine 2. Also die haben hier geschrieben Vintage Strong Beer. Das heißt, also für mich würde es heißen, Vintage Strong Beer heißt es ja, da steht Tradition. Ja, Vintage heißt halt, das ist eine olle Kamelle. Ja, olle Kamelle nicht, historisch. Das ist eine olle Kamelle, deswegen schmeckt es auch so wässrig. Ja. Also ich glaube, da kriege ich einen aufs Maul, wenn ich in die Brauerei komme. Hast du ja schon mal einmal. Ja, stimmt nicht halt. Ja, einmal hast du Ärger bekommen. Warum hast du denn? Du meinst den Johannes? Ja. Vom Bräugier? Ja. Ja, komm, der hat eine Meinung gehabt, die haben eine andere Meinung gehabt. Und hey, Bräugier? Fair enough, weil die letzten Bräugier-Biere, da waren zwei Bombenbiere, wo ich ihm echt eine gute Bewertung gegeben habe. Aber nicht, weil er mir einmal doof gekommen ist, sondern weil es halt Bombenbiere waren. Ja. Also die müssen wir auch nochmal in eine Folge mit reinnehmen. Also da kannst du mal das Gegenteil davon hören, von wenn ich mal halt muffig bin bei so einem Bier. Obwohl du bei den Elektroweizen sehr gut bewertest. Das Elektroweizen war halt für den Weizen auch echt gut. Das hätte ich bei dir nicht erwartet. Weil ich ja mich auf das Bier gefreut habe. Ja, aber der Punkt ist halt, man darf ja auch nicht dogmatisch etwas verteufeln. Mhm. So, man muss dem ja eine Chance geben. Ja. Und wenn was auch anders interpretiert wird oder was reinkommt, dann ist das doch auch mal, dann ist es auch okay. Und das kannst du ja nur erfahren, wenn du nicht einfach konsequent sagst, nein. Das ist das Schöne ja auch beim Tasting generell. Ich mache jetzt auch mittlerweile total gern und oft auch Gin-Tastings mit. Cool. Ja. Und wie viel kannst du davon auf einmal trinken? Auch bei so einem Gin-Tasting am Abend hast du halt 6 Stück pur. Und dann ist aber auch schon hier die Lampe an, ne? Ich hatte letztens, wie viel war das? 8 oder 10? Demnächst habe ich auch ja Gin-Tasting hier. Da bin ich aber auch echt nur Konsument halt, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Der ist ja auch, hat ja auch wieder sehr viel mit auch Geschmack und Geruch zu tun. Das ist schon echt, finde ich schwer. Was denkst du über Gin? Ist das denn eine Modeerscheinung oder wird das denn? Ich meine, wenn es eine Modeerscheinung war, dann haben wir aber die große Mode auch schon hinter uns. Also okay. Ich meine, das war ja vor, sag ich mal, gefühlt 5-6 Jahren ein viel größeres Thema sogar, als es jetzt ist. Und jetzt ist es ja immer noch relativ groß. Und ich glaube halt einfach, das ist eine entsprechende Szene, die sich gebildet hat. Das hat vielleicht auch mit Altersklassen zu tun, die sich gerade dafür interessieren. Wo halt, du hast aber genauso eine große Whisky-Szene. Das kriegst du aber oft nicht mit, weil das oft halt auch ältere Leute sind, weil es eine andere Altersklasse ist. Okay. So. Okay. So, ich meine, du hast ja noch, du kannst dir noch gönnen. Für dich ist das eindeutig der Favorit. Das war dann für uns beide das Schlechteste. Und für mich war die gute Henne das beste Bier am heutigen Tag, in der heutigen Folge. Also bei mir wäre das dann so. Ja gut, und bei mir wäre es dann halt auch so. Irgendwann schaffen wir das, Achim, eigentlich vielleicht die Bockbiere interessant findet. Genau, das schaffen wir, wenn du auch ein schönes, leckeres Rauchbier dir gönnst und hinterher noch eine große hinterher kippst, ne? So sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Aber ich meine, so haben wir ja auch Spaß und erfahren auch immer wieder was Neues bei uns. Ja. Also wir haben ja Elektroweizen. Vielleicht haben wir auch mal so eine Elektrogose für dich. Hier, hast du die überhaupt getrunken bei Bräugier, die Gose? Die ist nicht schlecht. Hast du getrunken? Habe ich getrunken. Genau. Bräugier hat nämlich jetzt eine Gose. Eine Gose ist halt ein Sauerbier. Jenseits vom Brot, was ich halt mag. Gose, genau. Nennt sich das. Ja, und das ist der Name Programm, die ist nämlich null sauer. Also sowas von minimal, wo ich dann sage, das ist ja keine Gose eigentlich. Come on. Ist es aber natürlich. Und finde ich eine total. Also wenn dann auch jemand sagt, okay, trink doch mal eine Gose. Mhm. Also das als Einsteiger-Gose ist halt Bombe, weil es halt null sauer ist. Du hast vielleicht eine leichte Säuernis und da kann man sich dann mal wieder hocharbeiten. Mhm. Also Bombenteil. Und wie gesagt, fandst du jetzt auch nicht so schlecht. Nein. Siehste. Also. Und Sauerbier trinkst du sonst auch nicht. Nee, Sauerbier. Nein, auf keinen Fall. Aber das ist wirklich erfrischend. Gudi, dann würde ich sagen, du gönnst dir noch in Ruhe deinen Vintage-Bock. Vintage. Ich bin hier fertig und würde sagen, ich gehe gleich rein und gönne mir nochmal was Solides. Ein schönes Pilzkin oder so, weil auch sowas geht immer. Fiegepilz. Fiegepilz, wenn er Junette hier unbedingt möchte. Slow-Bow-Verfahren. Ist auch ein gutes Pilz, also kein Thema. Alles klar, dann
bis demnächst. Ich sag mal Prost, ohne dass ich dazu prosten kann. Euer Achim und Jeanette. Ui. Jetzt habe ich hingeschafft. Abspannübse, ne? Okay, ciao. Ciao, schönen Abend noch. Alles Gute. Bock auch nicht mehr.